Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play 13. Heute am 14.03. ein Mittwoch. Mittwoch haben wir heute, ja, um 10 vor 8. Wieder mal zu relativ später Stunde. Bedeutet auch wiederum keine allzu lange Aufnahme. Ein Stündchen werde ich noch aufnehmen, weil ich wollte heute noch ein bisschen zocken. Ich habe jetzt offscreen noch ein bisschen hingespielt, bis zu der Szene in der Dusche. Oder im Waschsaalraum, wie auch immer. Wo wir jetzt einmal die beiden Polizisten K.O. schlagen müssen. In der Hoffnung, jetzt etwas weniger Energie zu verlieren. Hast du das gesehen, Derek? Ihr perversen Schweine! So, guckst du nämlich blöd erstmal aus der Wäsche, ne? Wo ist der zweite? Da ist der zweite. Jo, ja, interessant, dass sie einfach mal keinerlei Waffen dabei haben, ne? Dass sie mich einfach nur verprügeln wollen. Oder andere Sachen mit mir machen wollen. Kann ich mir so einen Anzug holen? Ne, okay. Hey Jungs, hört auf mit den Spielchen. Oh, hier sind noch welche. Oh mein Gott, okay. Gut, ich hole mir mal eben kurz den Flashkin. Kann ich den auch nehmen? Ja, ich weiß nicht. Ja, okay. Ich lasse aber lieber sein. Wer weiß, was passiert. So, haben wir schon mal einen Schlüssel. Das heißt, okay, wir können uns jetzt schon mal freier bewegen. Also Hintergrund war, wir wurden ja von der Lawine eingedeckt, ne? Nachdem wir unsere Kontaktperson gesehen haben, gefunden haben. Achso, die ist verschlossen, okay. Ja, und dann anschließend geflohen sind. Leider dann von der Lawine überrascht worden. Aber gut, man kann nicht alles haben, ne? Hallo Kate, was geht? Vielen Dank aus dem Hochsicherheitstrakt. Ja, und auf jeden Fall wurden wir dann festgenommen. Wir wurden befreit von unserem, ja, vermeintlichen Gegner offensichtlich. Texan Beer Ale. Ja, und jetzt sind wir im Gefängnis, ne? Es ist wahrscheinlich kein Staatsgefängnis, würde ich erstmal behaupten. Irgendwas Privatisiertes, wo irgendwelche perversen Leute ihre Späßchen mit den Gefangenen haben können. Aber während das passt schon. Was habe ich jetzt gerade gefunden? Da war irgendwas Interessantes dabei, oder? Ich hab das jetzt gar nicht registriert, was da drin war. Ah, guck mal. Komme ich irgendwie in den Lüftungsschacht rein, wäre jetzt die Frage. Ich glaube nicht, um ehrlich zu sein. Oder? Wie gut kannst du springen? Nicht gut, okay. Alles klar. Okay, wie komme ich jetzt hier raus? HB, das war zu. Gucken wir nochmal die Wände ab. Hier ist auf jeden Fall nur ein Kollege am Start. Der wartet aber draußen, was ich erstmal sehr vorteilhaft finde. Wo komme ich von hier aus vielleicht? Ach so, ja, mein Fehler. Sorry. Kaffums! Kling! Sonst noch jemand von hier zu sehen? Nee, außer Nackedei-Mädchen. Aber gerade so richtig schlechtes, also es war echt ein gutes Essen, hat geschmeckt. Aber so richtig Junggesellenessen gab. Einfach nur ein halbes Kilo Hackfleisch und dazu Ketchup. Ja, ja, so richtig erbärmlich. Aber Hackfleisch musste weg und ich hatte keine Lust jetzt. Nochmal großartig was zu kochen. Weil ich weiß nicht, ich habe jetzt die letzten Tage eigentlich vorgehabt, echt mal ein bisschen früher abzuhauen von der Arbeit, aber das lässt sich momentan einfach nicht verhindern, dass es ein bisschen länger dauert. Weil immer irgendeine Kacke dazwischen kommt. Und deswegen bin ich dann doch immer relativ spät zu Hause. Ui! Und habe dann entsprechend auch abends dann weniger Zeit. Ah, guck mal, jetzt sind wir hier. Also ein Backstein nehmen wir mal mit, ne? Kostet ja nichts. Außer ein bisschen Mehl. Ja, super. Ach, leck mich. Lalala. Ach komm, wir machen das einfach mit Fäusten. Ich habe auch noch hier ein paar lustige Wurfmesser. Kabams! Ich mag das, wie der einfach von der Klinge in den Griff leiten lässt und dann einfach direkt zusticht. Nein, nein, du hast nichts gehört. Ah! Oh! Das tut mir leid, das war keine Absicht. Entschuldigung. Bin voll auf den drauf gefallen. Geil. Finde ich gut, dass es auch einfach als Kill zählt und ich dann nicht auf seinem Kopf rumlaufen kann. Das haben wir auf jeden Fall schon mal eine Handfeuerwaffe. Das ist erstmal gut. Nee, das sollte man vielleicht nicht machen. Klick. So. Scheiße. Nein, nein, hier ist alles cool. Alles ist cool. Nein! Hau ab! Gib mir auf eine Zwiebel. Hallo. So, in dein Gesicht, Biatch. Okay, bei dir auch irgendwie. Okay, jetzt habe ich langsam mal ein bisschen Munition. Damit kann man arbeiten. Und einen Schlüssel wahrscheinlich für diese Tür. Nee, leider nicht. Okay. Dann gehen wir mal eine Etage höher. Das sieht schon besser aus. Ja, Problem war jetzt nur, das Hackfleisch war jetzt schon... Ja gut, erstmal einen Tag abgelaufen, ne? Aber ich habe gedacht, ach komm, gut zur Lücke, schmeiß ich jetzt nicht weg. Mal gucken, ob ich heute Nacht irgendwie darauf reagiere. Ich bin sehr gespannt. Checkpoint, sehr gut. Ich bin jetzt momentan auch dran, privatzockertechnisch. Resident Evil Umbrella Chronicles habe ich jetzt erstmal von der Story her durch. Und gibt es halt auch ein bisschen was nebenbei zu erledigen.
What the fuck? Wie jetzt? Ihr könnt mir ruhig wenigstens die Tür aufmachen, ihr Schweine. Macht das Ding auf! Wir müssen fliehen. Ja, sind so blöd, um die Tür zu öffnen, das finde ich gut. Nein, sind sie nicht! Oh mein Gott, warum nicht? Guck mal, der ärgert sich, hör auf damit. Okay, du hast auch was für mich. Noch ein Schlüssel, schön. Stirb, Motherfucker! Also nur weil du dick bist, heißt das nicht, dass du viel aushalten darfst. Okay, komm, stirb. Dankeschön. Hier ist dicht. Okay, oben sind noch einige Leute. Die Leute wollen los. Oh, fuck, da oben sehe ich schon einen. Ich gehe meine Amos wieder zurück, bitte. Bist du überhaupt, oder? Ja, okay, sehr gut. Ich möchte da rein, bitte. Oh, ich komme da sogar rein. Wow. Dankeschön. So, ein bisschen Munition direkt wieder am Start. Okay, ich darf die Gegner eigentlich nicht so viel schießen lassen, weil dann kriege ich auch mehr Munition zurück. Was ich erstmal sehr gut finde. Eisen, hey, wo? Was, wer? Da oben, du kleine Ratte. Komm, komm, komm. Ich ziel dir volle Kanne auf den Kopf. Dankeschön. Ist hiermit? Kann ich rein? Oh, ich liebe dich. Oh ja. Ja, oh geil, hier einfach mal in so einem geöffneten Raum mal so ein Scharfschützengewehr lagern. Warum auch nicht, ne? Kann man mal machen. So, und hier? What the? Warum kommt jetzt böse Musik? Oh, okay. Das machen wir jetzt anders. Hallo! Aua! Penner, so geht das. Ich habe wohl nichts zum Nachladen. Meine Allergie geht jetzt bei dem Wetter wieder ein bisschen los. Ist auf jeden Fall noch auszuhalten, aber... Das ist mir schon teilweise ein bisschen kurzatmig. Da ich jetzt natürlich rauche, ist es jetzt nicht gerade förderlich für die Sache. Aber dafür mache ich ja ganz viel Sport als Kompensation. So, da kamen wir her. Irgendwo hatten wir hier noch eine Tür, die noch zu war. Ja, was ist das für ein Level? Ja, vorsichtig. Super, kann ich aus der Entfernung schon öffnen, das ist gut. Es interessiert auch nicht, dass die Tür aufgegangen ist. Ach, sind nur Gefangene, okay. Seid ihr meine Freunde, wenn ich euch freilasse? Das werde ich jetzt herausfinden. Oh, wow. Was für ein, ich kann die gar nicht freilassen. Ich müsste eigentlich auch der einzige Gefangene sein, kann weil... Kann mir jemand den Weg sagen? Weil ich ein Dokument habe, ich komme nicht rein. Aus der Gegend. Okay, ich finde eure Schlüssel, ne, zu euren Zellen. Und dann machen wir mal hier ein bisschen Rabaut. Oh, eine Rüstung. Nice. Da unten noch ein wichtiges Dokument. Ich habe es genau gesehen. Siehst du? Sag ich doch. Und nochmal ein bisschen Munition für die Knarre. Schlüssel war leider nicht dabei. Das ist so dumm, ne? Wenn ich genau mal das Ziel muss, um die Tür zu öffnen. Dann gucke ich jetzt hier doch nochmal genau nach. Nee, hier ist Essig. Also ich werde hier aber wahrscheinlich noch Zellenschlüssel finden. Einfach alles aufmachen, damit ich auch überhaupt komplett den Überblick verliere, wo ich schon war und wo nicht. Oh, jemand da ist ein bisschen abgefuckt. Ach, guck mal, das ist meine Zelle. Cool. Und hier ist einfach mal ein fettes Medipack unterm Bett. Jetzt sammle die Scheiße auch ein. Danke. So. Ja, komm, nehmen wir mal mit. Mut zur Lücke. So. Jetzt muss ich wieder überlegen. Oh, wo komme ich her? Ach komm, wir gehen einfach mal. Irgendwie werden wir den Weg schon finden. So, ich glaube, hier sind wir richtig. Wir sind, glaube ich, einmal im Kreis gelaufen. Egal. Hier sind wir richtig. Booms. So, hier kommen wir auch nochmal durch. Jawohl. Ja, scheiß auf den Besen. Als Putzkolonne eingestellt. Oh, das sieht interessant aus. Soll ich mal befreien, mein Freund? Kann ich leider noch nicht. Soll ich dich töten? Nee, dann mache ich auch nicht. Der hat mir noch nichts getan. Wer weiß, was noch kommen wird.
Auf jeden Fall sehr militärisch fixierter Mensch gewesen. So, fuck, jetzt habe ich mich komplett verlaufen. Eine Map habe ich ja nicht, ne? Ich habe mal Select gedrückt aus dem Affekt heraus, aber es ist leider nichts passiert. So. Ah, hier ist der große Raum, das ist gut. Könnte hier auch noch ein paar Kistchen kaputt machen, da kann immer was drin sein. Zum Beispiel, was ist das? Okay, zerrissenes Papier. Schön, dass sie es in Kartons lagern. Oder alte Socken. Ah, okay. Tut mir leid, wenn ich jetzt so ein bisschen schniefig bin, ne? Aber das ist so ein richtig ekelhaft fester Zuwachs. Zuwachs? So eine Paste quasi. Ah, nee, du bist ein Gefangener. Du bist in Ordnung. Gut. Ab dafür. So ein bisschen wie Alcatraz hier wahrscheinlich, ne? Ich schätze mal abgelegen. Das Gefängnis hier. Lass mich aus! Lass mich raus! Versteht denn niemand? Wenn der Patch bis Dienstag nicht fertig ist, könnten wir nicht auf Version 1.5.02 upgraden. Hört ihr? Niemals! Tja, dass so Hacker in dem Gefängnis auch mal ganz nützlich sind, das hat Bad Boy schon bewiesen. Oder Informatiker, besser gesagt. Ach so, so heiße ich jetzt also. Bin ich jetzt Indianer geworden. Der ohne Gedächtnis lebt. Fuck you! Ah, ist doch nicht zu glauben. Der Checkpoint war Kilometer weit zurück, glaube ich. Da habe ich mich auch überrascht. Ich hätte nicht gedacht, dass er jetzt so eine fette Knifte in der Hand hat. Fuck. Okay. Ich hätte natürlich auch einfach 3 drücken können, ne? Aber es wäre viel zu einfach gewesen. Problem, was ich jetzt habe, ich habe keine Ahnung. Ich würde gerne den, das geheime Dokument würde ich gerne besitzen. Ne, gehen wir erstmal hier lang. Oder ne, gehen wir erstmal da lang. Okay. Oder auch nicht. Die mir jetzt gesagt. Okay, jetzt ist da wahrscheinlich die Tür vielleicht nicht aufgegangen. Okay. Ich bin der Verwirrte. Hey, hat sich nicht zu blöd, die Tür zu öffnen, oder was ist los? Mit euch. Ha! So geht er nämlich, Freunde der Nacht. Hab ich irgendwas kommen sehen? Huh, nee. Ich habe ja so ein bisschen paranoid, bin ich ja schon. Ist ja in Ordnung. Ich glaube, ich komme da gar nicht mehr hin, wo ich war, ne? Alles. Nee, ich komme nicht mehr ins Scharfschützengewehr. Schließ den Scheiß eben schnell auf. Los geht's! Und rein da. So, ihr Penner! Au! Du kleines Arschloch. So. Penner. Was ist noch ein Medipack, ein kleines? Alter, nicht schlecht, du Arsch. Na gut, du wusstest genau, wo ich bin. Ist ordentlich, dass du mich getroffen hast. Du bist dafür nicht so gut. Der Bart ist wohl im Weg. So, okay. Keine Munition mehr. Oh, ein Besenstiel brauche ich nicht. Will ich nicht. Wie bin ich denn zurück in den Zellenblock gekommen? Ich habe die Möglichkeit hier jetzt offensichtlich gar nicht mehr. Oder aber... Was für mich auch sein kann... Weil die sind ja letztes Mal, glaube ich, von hinten gekommen. Die Türen waren ja offen. Hier kann ich nichts machen. Ich will ja schon auch fürs weitere Spiel ordentlich Medipacks einheimsen und Hamstern vor allem. Nee, da kriege ich nicht auf. Der war doch offen vorher. Oder bin ich jetzt wirklich komplett bescheuert? Die Tür sieht ja auch sehr also einfach nur an die Wand gemalt aus, aber okay, die sehen alle so aus. Ja gut, dann halt nicht. Wer nicht will, der hat schon, oder wie war das? Was liegt da? Ah, das sind nur Steine. Ja gut, komm. Dann haben wir wohl keine andere Wahl. Danke. Hier war keine Gefahr. Dass sie auch nach der Aufzugfahrt keinen Checkpoint hingeballert haben, ne? Da finde ich aber schade, dass wir in den anderen Bereich jetzt gar nicht mehr reinkommen. Ja, ist doch gut. Ich hab's verstanden. Ich verstehe dich, Johnny Bob.
Oh, ich habe jetzt nicht mal mehr einen Helm. Verflucht. Verfluchte Tat. Schön hier. Bevor du mit deiner Shotgun wieder in meinem Gesicht hängst. Ich will lieber mit keinem ersticken. Okay, hast gewonnen. Erstmal so, Freund, du könntest mal bitte sterben. Dankeschön. Shit. Und wo? Ich hab da oben sich was bewegen sehen. Ich hab kein Medipack mehr. So eine Scheiße. Alter, war das knapp. Himmelarsch. Was ist mit dir los? Hast du Kaffee getrunken oder was? So. Alter Vater, okay.